Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Need for Speed Underground 2. So, dann wollen wir mal das Shooting machen. Jetzt hier irgendwo. Hier. Hey, check das! Du bist auf der Bayview's Best DVD zu sehen. Gratuliere! Heute kannst du mal eine Runde Regisseur spielen. Beweg deinen Wagen in der Zone, spiel ein bisschen mit der Kameraperspektive und mach den perfekten Schuss für das perfekte Cover. Wenn du zufrieden bist, drück einfach die Kamerataste und schieß das Foto. Gut, dann wollen wir das doch mal machen. Den Grund finde ich eigentlich ganz nice als Hintergrund. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Mal ein bisschen qualmen lassen. So, das finde ich doch ganz nett. Wusste ich auch noch gar nicht. Bisschen protzen. Mal sagen, Türen zu. Motorhaube auf. Wechseln wir mal die... Ja, ich... Von vorne finde ich immer noch am besten. Mit der Kamera... Okay, machen wir es so. Ja, ist doch ganz gut. So, dann ab zum nächsten Rennen. Da vorne sehe ich doch schon was. Vielleicht zwei hintereinander, wollen wir die doch mal machen. Einer sieht für mich aus wie ein Drift, das andere, keine Ahnung. Da war erstmal Geld, das nehmen wir noch mit. Ist da so durch? Ah, quetscht. Komm. Nein, jetzt. Da ist auch nochmal Geld. Da ist auch nochmal Money. So, und zu dem. Nö, ein URL-Rennen. Gut, dann machen wir das mal. Halten wir ihn ein! Da bin ich dabei! So, dann wollen wir mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ich hab gerade keine Ahnung. Mal an allen vorbei. Wollte direkt das dann abfindeln. Aber nicht mit uns. Ihr seid jetzt schon los ein. Ach, diese Drecksäcke. Zumindest wurden wir wieder in die richtige Position geschoben. Das Rennen weitergeht für uns. Muss uns wieder nach vorne kämpfen. Ey. Da hat der Drecksack uns echt einfach mal gedreht. Versuchen innen zu fahren, um ein bisschen Zeit einzukriegen. Ja, aber die Wiese bringt uns nicht viel. Oh, ist die Strecke eng. Oh, ey. Was ist denn hier los? Fahren wir mal ein bisschen im Windschatten. Ein bisschen Nitro aufladen. Und überholen. So, noch zwei vor uns. Ne, drei. Die prügeln sich gerade um den ersten. Mal gucken, ob wir da dran vorbeikommen. Na, so nicht.
uns gehen die Runden langsam aus. Wir sollten jetzt mal zusehen, dass wir nach vorne kommen. Der sieht ein bisschen schlecht für uns aus. Wir kommen einfach nicht näher ran. Das ist mies. Den letzten haben wir überholt. Aber da sind noch zwei. Vorne ist das Ziel, können wir knicken. Das können wir knicken. Das Play vom Anfang hat uns die ganze Runde versaut. Ach, ist das eine Scheiße! So, dreht ihr euch da mal. Da mach ich nicht mit. Jetzt können wir auch ordentlich nach vorne Gas geben. Mache ich denn da? Kommen die auch nochmal oder sind die jetzt stehen geblieben? Naja. Können wir eine bessere Zeit rausfahren, ist für uns auch ganz optimal. So. Die Kurve nehme ich mal zu schnell. Wir holen immer noch massig Zeit raus. Jetzt auch mal ein bisschen großzügiger nehmen. Wir sind Erster. Wir können gucken, dass wir unsere Geschwindigkeit eher behalten. Ich muss jetzt keine Zeit machen oder so. Und ist mir der Wagen gerade kurz weggeschlittert. Die Kurve schön eng nehmen. Und hier soll ich ein bisschen vom Gas gehen, um die Kurve besser zu kriegen. Das war doch wunderbar. Und kommt der Jason? Ne, der Jason kommt nicht. Im Gegenteil, der fällt immer weiter zurück. Wenn wir einmal vorne sind, dann kloppen die sich hinten um den zweiten. Gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Gefällt mir. Nehmen wir gleich nochmal die lange Gerade mit ein bisschen Nitro. Und noch ein bisschen bessere Zeit rausfahren. Kurz vom Gas gehen, rein in die Kurve. Nitro raus. Na, die Kurve wird zu schnell kommen, oder? Ach, perfekt genommen. Nochmal vorm Ziel, das Nitro leeren. Ach, guck dir diesen Vorsprung an. Guck dir diesen Vorsprung an. Wunderbar. Früh genug einlenken. Ja, das war ein bisschen zu optimal, aber wir bleiben auf der Strecke. Das läuft doch, das läuft doch. Mal kurz vom Gas gehen. Kurve reindriften. Und mit Vollgas nach vorne weg. Und das ist der Sieg mit 15 Sekunden. Wunderbar. Ich wollte doch sagen, wenn das keine 300 Punkte sind. Zurück zum Explorer-Modus. Ja, bitteschön. Einmal speichern und ich speichere jetzt, Entschuldigung, aber ich speichere jetzt nach Möglichkeit immer, weil mir jetzt einmal mitten in der Aufnahme das Spiel abgeschissen. Ja. Den Sound noch ein bisschen runterregeln. Kommt mir gerade ein bisschen arg laut vor. Du hast da draußen ein großes Feuerwerk gestartet, aber das war nur ein Vorgeschmack. Nur wer gewinnt, bleibt dabei. Du fällst den Leuten auf, aber das muss nicht immer gut sein. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast einen neuen Wagen eingesackt. Hast wohl die Sponsoren beeindruckt. Beim Autohändler wartet eine Auswahl auf dich. Die Adresse findest du auf deiner Karte. Ciao. Ja, wunderbar. Und mal gucken, dass wir uns ein vernünftiges Auto aussuchen, oder? Ich würde gerne mit dem noch ein paar Rennen fahren. Wir haben so viel Zeit und Liebe in den Wagen investiert und jetzt sollen wir ihn einfach abgeben. Was haben wir denn hier Schönes? Neue Ware beim Autohändler. Wir werden jetzt erst noch ein paar Rennen machen.
mal gucken, dass wir hier schnellstmöglich an allen vorbeifahren. Die prügeln sich schon wieder. Ich glaube nicht. Die Strecke hatten wir doch schon mal, oder? Scheint mir so eine Standardstrecke zu sein am Anfang. Ist auch nicht schlecht. Hat Bremse kurz antippen und der kommt nicht mehr. Können wir die Kurven besser nehmen? Verlieren zwar ein bisschen Geschwindigkeit dadurch. Ja, das war ein bisschen zu eng, die Kurve. Eng ist ja okay, aber nicht so eng. Autsch! Also Autsch für die Karosserie, ne? Nichts falsch verstehen hier, Leute. Oh, wunderbar, wir nehmen Speed auf, kriegen den mit in die nächste Kurve und vergrößern unseren Vorsprung. So, das ist die letzte Runde jetzt. Oh, eine Sekunde Vorsprung. Naja, war jetzt nicht das Beste, aber immerhin zwei gewonnene Rufpunkte. 200. Das ist doch mal nice. Ja, einmal kurz speichern. Zock ist der Beste. Wuhu. Ja, ich weiß, Leute. Bejubelt mich. Bejubelt mich. Und hört es auch schon auf. So, weiter geht's. Ladebildschirm, beeile dich. Ich hab doch keine Zeit für dich. Ich weiß, Leute, was ihr jetzt denkt. Oh je, jetzt fängt er noch an zu singen. Aber keine Bange, ich höre ja schon auf. Und ab zum nächsten Rennen. Wo ist denn? Direkt hier vorne. Wunderbärchen. Street X wieder. Na denn? Dann kommen wir schon wieder angefahren. Sie. Wieder rechts dran vorbeirasen. Könnt ihr mal aufhören zu drängeln hier? Alter, was ist denn hier los? Oder die Kurve ist zu eng. Die ist zu eng für mich. Wir gucken, dass wir ganz schnell wieder Erster werden. Die Massenkarambolage vom Anfang ist nicht so gut gelaufen. Ah, fuck. Wir müssen die Kurven enger nehmen. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert nicht. Wir sind Letzter. Ja, das ist gelaufen für uns. Direkt neu starten. So, und dran vorbeiziehen. Das war nix. Aber immerhin habe ich alle anderen auch geblockiert. Ich wollte hier eigentlich nicht zwischen sein. Aber immerhin sind wir Erster. Und da haben wir den Erster schon wieder verloren. Nee. Wir kommen einfach nicht nach vorne mit der Karre gerade. Ist irgendwie ein bisschen ärgerlich. Und da haben wir durch den Drift zu viel Zeit verloren. Also das Rennen ist... Ach. Verdammt, das ist jetzt schon der dritte Anlauf. Leute, was ist heute los mit mir? Die ersten zwei Rennen habe ich gerockt und jetzt so wird. Oh nein, das liegt nicht an diesem Auto. Das Auto ist blau. Das kann nur gewinnen.
Könnt ihr mal aufhören, mich zu schieben hier? Sollen wir doch einfach mal vom Gas gehen. Das scheint besser zu funktionieren, als wenn wir einfach nur versuchen, mit Vollgas in die Kurve reinzufahren. Außer hier, das ist eine schöne lange. So, komm, komm. Ja, die sind schon wieder nah, zu nah, ehrlich gesagt. Ugh, ey. Die gewinnt man, glaube ich, einfach nur, indem man die Kurven enger fährt. Ach, du Sackgesicht! Das darf echt nicht wahr sein. So, weg mit dir. Das war die Rache. Da ist er schon wieder. Ich glaub's doch nicht. Wie können die so perfekt die Kurven nehmen? Alter! Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. So, und jetzt letzter Versuch. Jetzt letzter Versuch. So, jetzt aber. Ach, ey, kommt, Leute, das ist doch nicht wahr. So, danke für die perfekte Kurve. Aber jetzt ein bisschen Konzentration. Ich will das jetzt endlich geschafft haben. Alle mit Vollspeed immer rum. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Die Kurve ist ja leicht, die ist schön groß. Hier geht es dann schon wieder weiter mit der engen Kurve. Die ist auch ziemlich eng. Ah, fuck. Nein, 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 nein. Komm, schon eine Runde müssen wir nur noch schaffen. Ich glaube da einfach nicht. Ach, kommt schon! Zurück zum Explorer-Modus. Es bringt gerade nichts. Das ist ja richtig deprimierend jetzt gewesen. Alter Vater. Gut, dann holen wir uns zuerst unser neues Auto. GPS. Tuning Shop. Autohändler. Fahren wir mal dahin. Schön, wenn unser GPS mal aktiviert werden würde. Geht doch. So, erstmal alle aus dem Weg hier. Ich habe keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit. Nee, nee, nee.
Oder bist du denn des Wahnsinns? Mit Vollspeed mich in die Kurve zu locken, ey. Oh. Und ich kam dieses Umschwenken sehr früh. Wo willst du mich reinhaben? Da, okay. Der GPS ist aber auch kacke, wa? Ach, Klappe da. Ich muss zum Autohändler. Ich fahre hier gerade volle Kanne durch den Gegenverkehr. Aber scheiß drauf. Mal ist nur einmal im Jahr. Ja! Ist ja einer. GPS ist echt für Inash. Komm. Komm, da vorne ist er. Ja, wird Neues eingesammelt. Betreten. So, dann zeig mal, was du Schönes hast, aber entscheiden würden wir uns erst im nächsten Part. Hoffe, hat euch gefallen. Oh, bis dahin. Ciao.